knapp 3 Monate Thomas Letsch, Anne Kastripper. Ich glaube, herzlich willkommen müssen wir nicht mehr sagen. Das wurde jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Du kennst jetzt die Kastripper, kennst den VfL ein bisschen. Was wir aber sagen können, herzlich willkommen in der Vorweihnachtszeit. Und da darf man ja auch mal ein paar Wünsche äußern. Wie sehen denn die von Thomas Letsch aus, sowohl privat als auch beruflich? Ja, also ich glaube, das Wichtigste, und da sind wir uns alle einig, und da lassen wir Beruf völlig außen vor, ist immer die Gesundheit. Ich habe jetzt erst wieder mit jemandem gesprochen, wo gesundheitlich Probleme hat, und das wünsche ich einfach logischerweise meiner ganzen Familie, meinen Freunden, aber auch allen anderen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, und wenn man dann noch ein bisschen schaut, was in der Welt aktuell passiert, ich glaube, dann sollten wir uns alle wünschen, dass es den Menschen gut geht, dass es weniger Hunger gibt, dass es keine Kriege gibt und dass wir da in eine bessere Situation schlittern. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ehrlich gesagt sind solche Themen für mich gerade auch zur Weihnachtszeit die wichtigeren. Natürlich gibt es sportlich immer Wünsche, die wir haben. Ich wünsche mir, dass wir gut ins neue Jahr starten. Ich denke, wir haben ganz gut aufgehört mit den 2 Siegen. Der erste Block war aus meiner Sicht recht erfolgreich und ich wünsche, dass wir da anknüpfen. Natürlich gibt es immer Wünsche von dem Trainer, dass sich personell noch ganz leichte Dinge ändern, aber das sind alles Kleinigkeiten. Und nochmal auf den Eingangsfrage zu kommen, ich glaube, gerade so um die Vorweihnachtszeit, da geht es weniger um Fußball als um andere Dinge bei den Wünschen. Wir bleiben zunächst ein bisschen auf der privaten Schiene. Wie sieht denn das Weihnachtsfest bei Familie Letsch aus? Eher traditionell oder eher Weihnachtsmuffel? Also ich selber, sag mal so, ich brauche nicht unbedingt den großen Tannenbaum und ganz viele Leuchten und Kerzen, aber bei der Familie sieht es etwas anders aus. Bei uns ist es dieses Jahr so, also meine Familie, meine Eltern, meine Schwester und meine Schwiegermutter kommen alle aus dem Stuttgarter Raum und das passt ganz gut. Meine zwei Mädels, also meine Frau und meine Tochter, leben ja in Salzburg und dann treffen wir uns in der Mitte und verbringen dort richtig klassisch, sage ich mal, Weihnachten mit der Familie. Die Familie ist nicht riesengroß, aber ich freue mich drauf. Also es ist nicht geplant, dass wir groß wegfliegen in die Sonne, sondern es wird klassisch, traditionell, hoffentlich leckeres Essen und ein paar Freunde sehen und Familie. Auf die Antwort habe ich ein bisschen gehofft. Dann kann ich die Frage ja nämlich auch stellen. Welcher Streifen ist denn der beste Weihnachtsfilm und welcher Song das beste Weihnachtslied? Boah. Also ehrlich gesagt gehen mir die Weihnachtslieder ein bisschen auf den Keks. Sind eigentlich ab Mitte November hört man jeden Tag die gleichen Lieder im Radio. Da tue ich mich schwer. Der beste Weihnachtsstreifen, die habe ich jetzt, als ich zu Hause war mit meiner Tochter und meiner Frau, haben wir ein paar wieder angeschaut. Ich glaube, die Klassiker wie Tatsächlich Liebe und so weiter, das sind schon die guten, die neuen Geschichten. Hat man den Eindruck, es geht immer wieder von vorne los, es ist irgendwo immer dasselbe, aber es gibt ein paar gute. Aber auch solche Geschichten wie Kevin allein zu Hause oder sowas gehört ja auch zu Weihnachten. Dinner for One gehört zu der Zeit, das schaut man sich immer wieder gerne an. Auch jetzt gibt es ja in verschiedenen Dialekten, es ist immer wieder mal was Neues, aber ja, schneid was zusammen aus diesen komischen Antworten. Nochmal kurz zu den Feiertagen. Wie wird es denn da für dich sein? Kannst du da vom Fußball mal komplett abschalten, also sagen wir mal an Heiligabend, an den Feiertagen danach? Oder ist da irgendwo trotzdem immer im Hinterkopf so schlagen wie am 21. Januar Hertha BSC? Ja, ich denke, in unserem Job kannst du nie ganz abschalten. Natürlich die Feiertage, wie ich es vorher gesagt habe, wenn man bei der Familie ist, dann gibt es auch andere Themen und hoffentlich andere Themen. Aber es ist auch zwangsläufig so, dass mein Job und Fußball immer ein Thema ist. So gesehen wird man da auch drüber reden, aber es ist tatsächlich so, es gibt immer zwischendurch Momente, wo du natürlich wieder hörnst, ey, was ist zu tun? Oder es wird auch in der Weihnachtszeit so sein, dass ich ständig im Austausch bin mit Patrick Fabian oder mit dem Trainerteam über irgendwelche Dinge, was Planung anbelangt, was Neuzugänge anbelangt. Von dem her ist es schon ein Runterkommen und Abschalten in der Weihnachtszeit, aber der VfL wird mich auch da intensiv beschäftigen. Okay, also das Diensthandy ist nicht ganz aus. Das wird nicht aus sein und es soll auch nicht aus sein. Okay, klar. Du bist nicht nur ausgebildeter Fußballlehrer, sondern hast auch ein abgeschlossenes Lehramtsstudium in den Fächern Sport und Mathe. Ist richtig? Das ist richtig, ja. Und den Beruf hast du dann auch eine Zeit lang ausgeführt und wir haben das in unserer PM damals drin gehabt, in Portugal. Auch richtig? Auch richtig. Also wie kam es denn dazu? Ja, ich habe zu meiner aktiven Zeit, muss man sagen, hat es leider nicht gereicht zum Profi. Hat auch nichts mit Verletzungen zu tun. Ich war einfach nicht gut genug, um ganz oben reinzurutschen. Ich habe es leider nur in den oberen Amateurbereich geschafft.
Und habe dann, als ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, eben parallel auch studiert auf Lehramt, Mathe und Sport. Und dann, sage ich mal, immer parallel den Trainerberuf mit dem Lehramt oder mit dem Lehrerberuf ausgeübt. War eigentlich eine gute Zeit, hat mir auch Spaß gemacht, ist ein super Job. War da lang an der Schule, am Gymnasium Plochingen, an der ich auch als Schüler tätig war. Und dann gab es die Möglichkeit, das war immer so ein Thema, mal was Neues zu machen. Ehrlich gesagt, im Profibereich als Trainer war damals schwer vorstellbar. Ich hatte da noch keinen Fußballlehrer. Dadurch, dass ich selber nicht Profi war, war das irgendwo ja, schon ein Stück weit weg. Und dann gab es die Möglichkeit, Auslandsschuldienst zu gehen. Ich habe mich da beworben und dann kam die Anfrage aus Lissabon. Und es gibt schlimmere Ecken in der Welt, das kann ich jedem definitiv sagen, als in Portugal oder in Lissabon in der Region zu leben. Und auch wenn es schwer fiel, weil wir damals recht erfolgreich waren im Fußball, wir sind aufgestiegen in die Regionalliga mit meinem Verein, haben wir uns entschieden, als Familie dahin zu gehen. Und ich war da 3 Jahre, wollte auch länger bleiben, aber dann kam eben doch der Fußball dazwischen und bin ich ganz dankbar. Aber war eine super Zeit, an der deutschen Schule in Lissabon und mal in einem anderen Land, in einer anderen Kultur zu leben. Das heißt, die Sprache beherrschst du dann wahrscheinlich aber auch? Die Sprache, die ich beherrsche, ist Deutsch, weil das war die deutsche Schule und die Unterrichtssprache war Deutsch. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mein Portugiesisch so ist, dass ich es verstehe. Und was ich spreche, ist so eine Mischung aus schlechtem Portugiesisch mit schlechtem Spanisch. Also es wäre alles andere als ehrlich, wenn ich sagen würde, ich spreche Portugiesisch. Wir sind ja noch so ein bisschen in der WM-Zeit und bei Portugal soll ja angeblich eine Trainerstelle frei werden, aber da hat sich jetzt auch noch keiner gemeldet, oder? Nee, also ich weiß nicht, ob die... Nein, die kannst du streichen, die Frage. Wunderbar, da sind wir beruhigt. Vor einer Klasse stehen, vor einer Fußballmannschaft stehen. Gibt es da Parallelen? Kann man das in irgendeiner Art und Weise vergleichen? Eigentlich nein und eigentlich ja. Natürlich ist es so, wenn du mit einer Gruppe arbeitest, ich glaube, oder ich muss anders anfangen. Ich glaube, alles, was du in deinem Leben machst, hilft dir auf deinem Weg als Persönlichkeit und auch im Job, jetzt als Trainer. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar, ob du da ein paar pubertierende Schüler hast, die sich in aller Regel, in meinem Fall für Mathematik, gar nicht interessieren oder für Sport zum Teil interessieren, oder ob du Profis vor dir hast, die, ja, deren Job das ist. Trotzdem hilft es natürlich, wenn du mit verschiedenen Gruppen schon gearbeitet hast. Aber es ist schon, ja, die Ansprache ist dann doch etwas anders mit den Jungs oder mit den Spielern, mit denen ich jetzt arbeite. Aber wie ich es eingangs sagte, ich glaube, jede Station, die ich in meinem Leben hinter mich gebracht habe, gerade die Geschichte Portugal, wenn du mal im Ausland arbeitest, wenn du mit Leuten zu tun hast, die eben die Sprache nicht so sprechen, oder jetzt meine Zeit in Holland, wenn du alles in einer anderen Sprache, in Englisch in dem Fall machst, das hilft dir alles ein Stück weiter und macht dich, ja, also vor allem von der Persönlichkeit entwickelst du dich weiter. Und ich glaube, das hilft einem auf jeden Fall, auch mir jetzt auf der jetzigen Stelle beim VfL. Aber ja, richtig gut vergleichen kann man es nicht. Sehr kommunikativ, holt die Leute mit ins Boot, in seinen Ausführungen sehr klar. Das ist das, was so die Leute über dich sagen, die täglich mit dir zusammenarbeiten. Ich habe gestern nochmal bei 2 Kollegen, die ich jetzt namentlich nicht nennen werde, nachgefragt. Die haben mir das nochmal bestätigt. Und das sieht und hört man ja auch, wenn man mal beim Training hier zuschaut. Es ist ja immer ein bisschen schwer, über sich selbst zu sprechen, aber was meinst du, passt das, diese Aussage über dich? Du hast völlig recht, es ist schwierig, über sich selbst zu urteilen, aber ich würde es mal so formulieren. Mir ist es wichtig, schon die Spieler mitzunehmen. Es ist wichtig, glaube ich, dass du als Trainer von dem, was du machst, völlig überzeugt bist, und das ist Grundvoraussetzung. Also wenn du selber nicht von dem überzeugt bist, was du, wie du spielen lassen möchtest, wie du trainierst und was du machst, dann hat es gar keine Chance, dass du erfolgreich bist. Aber viel wichtiger ist, dass die Spieler das zu ihrem eigenen machen. Und das funktioniert ja nur, wenn du mit den Spielern redest, wenn du versuchst, die Spieler mitzunehmen. Und genauso ist es wichtig, das gelingt nicht immer, so ehrlich muss man sein, wir haben mehr als 11 Spieler, du musst alle Spieler in irgendeiner Form mitnehmen. Es wird immer Unzufriedene geben, aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, einen Spieler, der etwas weniger Einsatzzeit hat, genauso mitzunehmen, versuchen, ihn weiterzuentwickeln mit dem Trainerteam zusammen. Das geht ja alles auch niemals alleine, die Zeiten sind völlig vorbei. Es geht nur mit einem guten Team und das haben wir hier. Und ich glaube, also das versuche ich zumindest. Wenn das so ankommt, freut es mich. Es kann auf dem Platz auch mal richtig laut werden. Wäre ja auch komisch, wenn das nicht so wäre. Was bringt dich privat auf die Palme? Es ist schwierig. Also ich bin grundsätzlich ein sehr ausgeglichener Mensch und auch insgesamt ein entspannter Mensch. Es ist gar nicht so leicht, mich wirklich
auf die Palme zu bringen oder aus der Fassung zu bringen. Was ich nicht mag, ist Unehrlichkeit und kein Respekt. Also für mich ist, ich sag mal so, über allem, was wir machen, ist mir schon wichtig, dass ich für klare Werte stehe. Und die erwarte ich irgendwo auch von anderen. Nicht eins zu eins, das ist nicht möglich, das wäre auch ein bisschen blauäugig. Aber ich glaube, ein respektvoller Umgang miteinander und mit anderen Menschen ist mir extrem wichtig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht so, dass ich jetzt völlig aus der Fassung gerate. Aber das mag ich einfach nicht und dann distanziere ich mich eher von den Menschen. Und logischerweise ist es schon wichtig, auch Vertrauen zu den Leuten zu haben und ehrlich miteinander umzugehen. Und da gilt genau dasselbe. Wenn ich das Gefühl habe, bei Menschen, denen kann ich nicht vertrauen oder die sind nicht ehrlich zu mir, dann ist es nicht so, dass ich am Rad drehe jetzt oder völlig durchdrehe, aber von den Leuten distanziere ich mich dann eher. Dann passt die nächste Frage auch ganz gut. Von den Menschen im Ruhrgebiet sagt man nämlich ganz gerne mal, die sind direkt, geradeaus, da liegt das Herz auf der Zunge. Ehrliche Haut, so kommt es auch bei Grönemeyer im Text vor. Und da hast du ja mal gesagt, da bist du sowieso textsicher. Ist richtig, ne? Ja, solange ich jetzt nicht singen muss. Aber ja, da bin ich schon, glaube ich, ganz textsicher. Und das Schöne ist, ich habe früher wirklich viel Grönemeyer gehört. Ich war auch einmal auf einem Konzert von ihm. Und komischerweise, es ist sicherlich kein Zufall, höre ich es jetzt wieder mehr. Macht auch Spaß. Und um auf die Menschen im Ruhrpott zurückzukommen, das habe ich immer gehört. Und so habe ich sie bisher auch kennengelernt. Ich glaube, kein Mensch sieht sich hier im Ruhrpott und die Leute gehen direkt auf einen zu. Und ehrlich gesagt ist es mir 10-mal lieber, einer sagt dir die Meinung klar ins Gesicht, als vorne rum nett und hinten rum hörst du dann was anderes. Also von dem her, so wie ich die Leute bisher wahrgenommen habe, wobei ehrlicherweise so viel war ich nicht draußen, das meiste spielt sich hier im Gelände ab, das finde ich doch recht positiv. Gut, ist ja klar, wenn man jetzt mitten in der Saison kommt, beziehungsweise mitten in der Hinrunde, dann geht es natürlich Schlag auf Schlag, dann stehen sofort die ersten Spiele an. Das heißt, bisher war jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht so viel Zeit, um irgendwas von der neuen beruflichen Heimat zu sehen. Oder Ruhrgebiet ist, glaube ich, generell eher Neuland? Ja, das Ruhrgebiet ist Neuland. Es ist für mich auch Neuland, in einer Region zu arbeiten, wo geschliffenes Hochdeutsch gesprochen wird. Ich bin ja Schwabe, ich denke, man hört es auch nach wie vor. Und jetzt die Zeit in Österreich wird auch nicht unbedingt die feinste Klinge gesprochen, das ist hier anders. Nein, ich hatte wenig Zeit. Ich war 4-5 Mal in der Stadt, in Bochum. Muss sagen, ich kenne logischerweise noch nicht alles, aber die Innenstadt kenne ich ein bisschen und da kann man es schon aushalten. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt noch relativ wenig gesehen. Aber jetzt im Moment bei gefühlten minus 10 Grad muss es auch nicht sein. Von dem her, ich hoffe, das kommt noch und irgendwann wird man auch mehr Zeit haben. Also du bist eher Sommermensch als Wintermensch? Definitiv. Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, wir leben jetzt seit 10 Jahren in Österreich, in der Ecke von Salzburg. Und wenn ich dann da bin und das Wetter ist schön und es ist ein Haufen Schnee, dann Skifahren, das macht schon Spaß. Das habe ich gern. Aber hier brauche ich es nicht unbedingt und vor allem bei der Arbeit. Und wenn ich es auswählen kann zwischen Wärme und Sonne und Meer und Kälte und Schnee, dann fällt die Entscheidung relativ leicht. Wir lassen jetzt so ein bisschen auch den sportlichen Aspekt einlaufen in die Fragen. Am 22. September haben wir dich als neuen Cheftrainer präsentiert. Gib uns doch da nochmal so ein paar Einblicke in deine Gedankenwelt. Also als deutscher Trainer kann man sich vorstellen, hat man das Ziel, irgendwann in der Bundesliga zu arbeiten, so als Maximum. Stelle ich mir jetzt vor, als Nicht-Trainer. Jetzt meldet sich da in dem Moment der Tabellenletzte aus der Bundesliga, der nach 7 Spielen einen Punkt hat. Was denkt man denn da? Also zunächst fühlt man sich geehrt, wenn sich ein Verein bei einem meldet. Und das ist ja immer ein Zeichen von Wertschätzung, wenn sich ein Verein mit dir beschäftigt. Und da geht es nicht darum, okay, wo steht der Verein im Moment, sondern es geht einfach mal darum, was ist das für ein Verein und wofür steht der Verein und ja, was steckt dahinter. Und natürlich ist es so, wenn du dich dann damit beschäftigst, denkst du schon, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gelingt? Und so ehrlich muss ich sein, das war jetzt nicht so, dass ich gleich gesagt habe, jawohl, das musst du machen. Aber ich habe gemerkt, eigentlich schon nach einer Nacht drüber schlafen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr hat es mich gereizt, weil der VfL Bochum einfach ein Club ist, der zur Geschichte im deutschen Fußball gehört. Das ist ein Verein,
den du immer mit den Top 25 in Deutschland in Verbindung bringst. Jetzt leider ein paar Jahre in der zweiten Liga, aber ansonsten Bundesliga oder auch mal zweite Liga, so eine klassische Auf- und Absteiger. Und mit so viel Tradition und so einer Wucht hier hinten, hier dahinter, auch speziell natürlich mit der Fußballleidenschaft im Ruhrpott, dass es dann sich immer mehr in die Richtung entwickelt hat, hey, wäre super, wenn das Ding klappen würde. Und klar, als dann das sich in eine gute Richtung entwickelt hat, dann habe ich natürlich schon gehofft, dass wir uns auch einig werden mit meinem alten Verein. Ich stand ja noch unter Vertrag. Und nachdem das dann alles geklappt hat, war ich total heiß auf diese Geschichte und muss auch sagen, ich habe es noch keinen Tag bereut. Es macht extrem viel Spaß hier mit der Mannschaft zu arbeiten, auch hier im Club. Alles wie ich es mir vorgestellt habe, ist eigentlich ja, nicht alles zu 100%, aber vieles ist so eingetreten und ja, ich bin froh, dass die Anfrage kam und bin froh, jetzt hier beim VfL zu arbeiten. Wenige Tage nach deinem Start, das erste Pflichtspiel in Leipzig, da sieht der VfL nicht immer ganz so gut aus. Das war leider auch an dem Tag so, 0-4 und da ging nicht so viel. Und da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen in deine Gedankenwelt eintauchen. War das danach eher so, oh Mann, was habe ich mir angetan? Oder eher passiert, weiter geht's? Also zunächst mal habe ich gehofft, dass wir über diese Geschichten nicht sprechen müssen, aber gehört natürlich genauso dazu. Eines war, es war tatsächlich so, du hast eine erste Trainingswoche, du hast Dinge im Kopf, du willst es umsetzen und die Art und Weise, was dann in Leipzig ablief, war katastrophal. Und da gibt es auch nichts schön zu reden, das war sicherlich ein katastrophales Spiel und auch eines der schlechtesten Spiele oder wenn nicht das schlechteste Spiel in der Saison. Natürlich machst du dann Gedanken, super, du kommst neu dahin, willst was Neues entfachen und dann legst du so einen Auftritt hin. Da ging es mir jetzt auch nicht prickelnd dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings war es dann relativ schnell, auch schon auf der Heimfahrt, klar, okay, es gibt so viele Dinge, die ich aus dem Spiel rausziehe und so viele Ansatzpunkte, wo mir klar war, wo wir ansetzen müssen und was wir machen müssen. Deshalb war es für mich dann hart oder eine harte Art und Weise, das zu erfahren, wo wir ansetzen müssen. Aber ich war relativ schnell klar und habe das auch der Mannschaft so gesagt. Es war aber natürlich schon auch so ein schwieriger Punkt dann. Du hast es gemerkt, die Spieler waren total enttäuscht, so nach dem Motto, hey, es geht jetzt so alles so weiter mit den Ergebnissen. Und deshalb war auch im zweiten Spiel dann extrem wichtig, gegen Frankfurt diesen Sieg einzufahren, um den Glauben auch zurückzubringen. Ich glaube, du kannst Dinge trainieren, du kannst an Dingen arbeiten, du kannst Spieler versuchen zu überzeugen, aber du brauchst Ergebnisse. Und deshalb war der Frankfurt-Sieg sicherlich extrem wichtig. Ja, ich glaube, wir haben die richtigen Schlüsse draus gezogen. Also da sind viele Dinge schiefgelaufen in Leipzig. Auch ich habe Entscheidungen getroffen, die ich so nimmer treffen würde. Und ja, nochmal, auf eine harte Art und Weise viel gelernt. Und Gott sei Dank haben wir die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Jetzt haben wir sehr ausführlich über das Leipzig-Spiel gesprochen. War gar nicht so geplant. Deshalb gehen wir jetzt mal schnell auf Frankfurt, denn du hast es da auch schon angesprochen. Es ging ja dann sehr, sehr schnell in eine andere Richtung. Und das war schon sehr viel Erleichterung, die man hier spüren konnte. Jetzt können wir das ja aus Mitarbeitersicht sagen. Auch bei uns war das der Fall. Hast du das in der Mannschaft, bei deinem Trainerstab, bei den Betreuern und so weiter, vielleicht auch bei den Fans auch gemerkt, dass da schon ein bisschen was abgefallen ist nach diesem ersten Sieg? Also zunächst, wenn wir auf die Fans kommen, wenn ich denke, wir legen ein erstes Spiel in Leipzig auf die Art und Weise hin, du hast noch was erst einen Punkt geholt. Trotzdem ist so eine Begeisterung im Stadion, das ist was Besonderes. Das habe ich oft schon gesprochen, ich wusste das, aber wenn man es selber erlebt, wenn man da unten steht, ist es nochmal was ganz anderes. Und das war klasse. Und natürlich war es dann am Schluss so, spätestens als es 2-0 gefallen ist und eigentlich klar war, okay, jetzt bringen wir das Ding heim, mit dem 3-0 dann auf jeden Fall, dann war schon so eine gewisse Erleichterung zu erkennen. Also muss ich ehrlich sagen, für mich selber war es eigentlich auch so, okay, Thema Leipzig ist abgehakt, jetzt sind wir angekommen in der Liga. Und natürlich hast du bei der Mannschaft gemerkt, hey, wir können gewinnen. Und die Mannschaft hat immer an sich geglaubt. Und die Art und Weise, wie wir nach Leipzig, wie die Trainingswoche ablief, die hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben. Aber am Schluss nochmal, du musst auf den Platz bringen. Und gegen Frankfurt haben wir das geschafft. Wir haben das Spiel gewonnen und dadurch waren wir ja immer noch relativ weit weg vom rettenden Ufer, sagen wir es mal so. Aber der Glaube war auf jeden Fall wieder bei allen etwas größer. Und und dementsprechend war dieser Sieg sicherlich einer der wichtigsten, wenn man jetzt zurückblickt.
Und du hast ein neues Lieblingsstadion, das Vonovia Ruhrstadion. 3 Heimspiele in der Bundesliga, alle gewonnen. Passt ganz gut zusammen. Du hast es gesagt, schon vorher viel gehört und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal was Spezielles, weil diese Art von Stadion gibt es gar nicht mehr so oft, wenn man durch den deutschen Profifußball tingelt. Welche Emotionen lösen diese Heimspiele bei dir aus? Kann man das aufsaugen oder ist man viel zu fokussiert auf diese 90 Minuten? Also, es ist eine Mischung. Also während den 90 Minuten ist es wirklich schwierig. Also du kannst es nicht genießen in dem Sinn, weil du natürlich voll fokussiert bist und voll im Spiel bist. Aber spätestens, wenn das Spiel zu Ende ist, das ist eine immense Wucht. Und wie laut es bei uns im Stadion ist, und du hast es richtig gesagt, wir haben in Deutschland inzwischen große Fußballarenen, wir haben Tempel, aber die Atmosphäre hier ist was Besonderes. Das bestätigt ja auch jeder, der in der Bundesliga schon tätig war, dass das was ganz Besonderes ist. Und wir haben es geschafft, wieder dieses Stadion zu einer Heimstätte zu machen, wo kein Gegner gern herkommt. Und ich glaube, wenn wir das beibehalten, wenn wir diese Intensität von innen wie von außen immer wieder auf den Platz bekommen, dann wird es für viele Mannschaften oder für jede Mannschaft schwer, hier zu gewinnen. Egal, ob das in der Liga ist, da haben wir eine makellose Bilanz. Und das Schöne ist, es steht ja auch ein ganz nettes Pokalspiel vor der Tür. Und ich glaube, auch Borussia Dortmund ist nicht glücklich, dass sie uns als losgezogen haben im Vonovia Ruhrstadion. Und es ist was Besonderes und ich hoffe, dass die Bilanz, wenn sie so makellos bleibt, dann wäre alles traumhaft. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sehr positiv bleibt. Stichwort Bilanz ist gut. 9 Pflichtspiele, seit du hier im Amt bist. 5 Siege, 12 Punkte in der Bundesliga. Das ist ein Schnitt von 1,5 Punkte. Hast du auch Mathe studiert, oder? Nee, ich habe ein Handy, das hat das ausgerechnet. Okay. Sonst hätte ich nicht hingekriegt. Ist das ein Traumstart, vor allem angesichts der Voraussetzungen, die ja bei deinem Amtsantritt hier da waren? Ich weiß nicht, ob es ein Traumstart ist, aber es ist auf jeden Fall ein Start, mit dem ich glaube, wir alle zufrieden sein können. Hätte mir jemand zu Beginn gesagt, ja, das sind die 9 Spiele, das ist die Ausbeute. Ich glaube, ich hätte unterschrieben, du hättest unterschrieben und wir alle hätten gesagt, so können wir es machen. Wenn ich die Spiele anschaue, denke ich, von den Spielen, die wir verloren haben, waren mit Leipzig und Wolfsburg 2 schlechte Spiele. Leipzig sehr schlecht und Wolfsburg über Strecken schlecht. Stuttgart und Dortmund waren ordentliche Spiele, die wir trotzdem klar verloren haben. Und die 5 Siege, wo natürlich auch unterschiedlich waren. Da waren Spiele dabei, die waren sehr gut. Aber insgesamt muss man sagen, klar, die Bilanz kann sich sehen lassen. Wenn wir diesen 1,5-Schnitt halten, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann bleiben wir in der Liga. Und wenn wir im Pokal jedes Spiel gewinnen, wissen wir auch, was am Ende rauskommt. Aber das ist leider Vergangenheit. Das interessiert morgen schon keinen mehr. Wir müssen unbedingt da anknüpfen. Also, und mir war es wichtig, dass wir auch in Augsburg gepunktet haben, dass das Thema endlich mal aus den Köpfen ist oder vor allem auch aus der Presse ist, weil es nervt dann schon irgendwo, ja, zu Hause so, auswärts so. Das ist richtig, aber dieses Thema haben wir damit auch erledigt. Ich hatte auch gar keine Frage dabei zu auswärts. Hat sich ja, wie du richtig sagst, mit dem Augsburg-Spiel erledigt. Aber dieser Pflichtspielendspurt hat natürlich extrem viel Spaß gemacht und hinterlässt ein gutes Gefühl bei allen Blau-Weißen. Jetzt gibt es diese kuriose Winterpause gerade aufgrund der WM. Das ist ja auch irgendwie Neuland für alle Beteiligten, dass es sowas mal im Winter gab. Bei uns ist diese Phase mehr oder weniger in 2 Blöcke aufgeteilt. Vor Weihnachten und dann nach Neujahr. Was waren so eure Ideen und Gedanken, wie man diese Pause strukturiert? Also zunächst ist es tatsächlich komisch, diese Situation im Winter zu haben. Ich bin aber grundsätzlich ein Mensch, es ist müßig, darüber nachzudenken, ist das jetzt gut oder ist es schlecht. Es ist so, also müssen wir das Beste draus machen. Wenn man jetzt schaut, wie die Saison zu Ende gegangen ist, hätte es uns vielleicht auch gut getan, noch ein paar Spiele zu machen. Jo, ist nicht so. Die Überlegung war relativ einfach. Ich halte nichts davon, nach Ende oder nach dem letzten Spiel noch nachzutrainieren, weil da irgendwo die Spannung verloren geht und man vielleicht auch nicht das Niveau hat. Deshalb war für uns klar, wir machen eine kurze Pause und dann wollen wir einen ersten Block machen, weil für uns auch klar war, über Weihnachten wollen wir schon auch den Spielern freigeben. Ich denke, wenn es mal die Möglichkeit gibt, das so zu gestalten, dann macht das absolut Sinn. Und wir wollten oder wollen den ersten Block nutzen, um zum einen im konditionellen Bereich Grundlagen zu schaffen, um gefestigt zu sein für die Runde, weil das ist die einzige Phase, wo wir es jetzt machen können. Danach ist ja dann doch, geht es Tuschu durch.
und zum Zweiten, sage ich mal, an Grundprinzipien zu arbeiten und auch jedem Spieler, der bisher weniger Möglichkeiten hatte, sich zu zeigen, die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Dann haben wir nochmal eine kurze Phase, um durchzuschnaufen, und dann geht es in den letzten 3 Wochen Vorbereitung auf Hertha, dann geht es um den Feinschliff, dann geht es natürlich schon auch darum, okay, wer sind die 11, die auch gegen Hertha auf dem Platz stehen werden. Dann geht es um die Details im taktischen Bereich. Dann geht es auch nicht mehr um große Umfänge, um Ausdauer, sondern geht es darum, spritzig zu sein und vorbereitet zu sein auf den Saisonstart. Denn es geht ja Schlag auf Schlag. Wir fangen mit einer englischen Woche an, schnaufen einmal durch, dann kommt die englische Woche mit dem Pokalspiel. Und so gesehen zielt natürlich alles davon ab. Und danach wird es auch bewertet. Wenn wir gegen Hertha ein gutes Spiel machen und gewinnen, dann war es eine Top-Vorbereitung. Punkt. So wird es sein, und am Schluss sind wir immer schlauer. Aber das waren die Gedanken, die dahinter steckten. Stichwort Personal. Wir haben ja gerade schon über Wunschzettel gesprochen. Jetzt befragt dich ja hier gerade das Vereins-TV, deshalb wollen wir natürlich keine Namen aus dir rausquetschen. Vielleicht nur so viel. Wie oft ist das denn Gegenstand, wenn du mit Partie sprichst? Also mögliche Neuzugänge, vielleicht mögliche Abgänge. Redet man da täglich drüber oder holt man sich ab und zu mal ein Update beim anderen ab? Also ich muss anders anfangen. Ich denke, wir haben grundsätzlich ein Kader, der stimmig ist und der stark genug ist, um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Aber natürlich haben wir auch ein bisschen Pech gehabt mit ein paar Spielern. Jacek Goralski beispielsweise stand jetzt eigentlich noch gar nicht zur Verfügung. Dominik Heinz hatte viel Pech, und dementsprechend muss man mal schauen, wie kommen diese Spieler beispielsweise raus aus ihren Verletzungen, und es wäre blauäugig, nicht mal den Markt zu sondieren. Wir müssen ja auch darauf vorbereitet sein, es kann ja immer auch irgendwas anderes passieren. Ein unzufriedener Spieler möchte sich eventuell verändern, oder es flattert ein 10-Millionen-Angebot ein für einen Spieler. Da müssen wir darauf vorbereitet sein. Dementsprechend sind wir logischerweise im Austausch. Das kann mal zweimal am Tag sein über dieses Thema. Das kann auch mal erst wieder im Abstand von 3 Tagen sein. Aber je näher das Transferfenster kommt, umso intensiver sind wir dann natürlich im Austausch. Wir schauen Spieler an, wir unterhalten uns über Spieler, wir recherchieren über den einen oder anderen. Und ja, nochmal, es geht darum, vorbereitet zu sein. Ein interner Neuzugang wird ja mehr oder weniger Takuma Asano sein, zumindest für dich, denn bei dir hat er noch kein Spiel gemacht aufgrund seiner Verletzung. Jetzt hat er die WM gespielt und einen tollen Eindruck hinterlassen. Was macht er für einen Eindruck auf dich? Also, erstmal ist es echt schwer für Taku. Er spielt sein letztes Spiel vor 70.000 bei 30 Grad in Doha, und dann kommt er hierher und spielt bei Minusgrade hier sein nächstes Spiel gegen den KSC und muss quasi vom einen Extrem ins andere. Und das zeigt aber, was für ein Profi-Taku ist. Und so habe ich ihn auch erlebt in dieser Reha-Phase, als er sich vorbereitet hat. Er hat sich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, schwer getan, jetzt, nachdem er zurückgekommen ist von der WM, und es wird jetzt immer besser. Jetzt allerdings schickt man heute in wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Er kann früher gehen, soll dann auch wirklich durchschnaufen. Er ist jetzt fit, er ist auf einem Level, dass er, wenn er dann im Januar wieder ins Mannschaftstraining kommt, topfit ist. Und ich freue mich riesig, weil wir haben mit ihm natürlich einen Spieler, der durch seine Art, Fußball zu spielen, nochmal ein Spieler mit Geschwindigkeit, ein torgefährlicher Spieler, der einen super Zug zum Tor hat, der auch gut zwischen den Linien sich bewegt. Also ich freue mich auf so einen Neuzugang. Ich glaube auch nicht, dass wir extern so einen Neuzugang bekommen könnten. Von dem her, schön, dass er dabei ist. Abschlussfrage schon. Wir haben gerade schon Hertha und Leverkusen genannt. Die haben wir noch in der Rest-Hinrunde. Dann geht die Rückrunde los und das Pokalspiel gegen Dortmund natürlich auch schon angesprochen. Wie lauten aus sportlicher Sicht denn so die ersten Etappenziele 2023, die da erreicht werden sollen? Ja gut, im Pokal ist es relativ einfach. Im Pokal geht es darum, am Ende, es hört sich ein bisschen überheblich an, aber es geht darum, den Pokal zu gewinnen. Es gibt ja nur einen, der den Pokal gewinnt, und die restlichen Mannschaften scheiden irgendwann aus. Und wir haben ein Heimspiel. Wir sind im Achtelfinale und wollen natürlich unbedingt weiterkommen. Wohl wissend, dass Borussia Dortmund immer der große Favorit ist, wenn es gegen uns geht. Aber es ist ein Derby, es ist bei uns im Stadion, und da ist alles möglich. Und dementsprechend wollen wir da weiterkommen. In der Liga ist es auch klar, wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet jetzt. Wir sind dran, wir sind auf einen Punkt dran am Nichtabstiegsplatz. Und das wollen wir nutzen zu Beginn. Aber auch da muss man sagen, wir haben noch ein paar Spiele vor der Brust, wir haben noch
19 Ligaspiele, da kann noch viel passieren. Es geht also nicht immer darum, so nach dem Motto, jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel, so ist es sicher nicht. Meistens entscheidet sich die Liga am Ende der Saison, aber es wäre natürlich ein Traum, wenn wir wieder mit einem Heimsieg hier reinstarten. Und dafür wird man alles tun. Wir werden uns so vorbereiten, dass wir mit der gleichen Intensität in das Spiel gegen die Hertha gehen. Und da können wir einen riesen Step machen. Und das wäre, sage ich mal, ja, lass uns so starten mit einem Heimsieg gegen die Hertha und dann sind wir auf Spur. Da sind wir dabei. Vielen Dank, Thomas. Ich danke euch und frohe Weihnachten. Danke.